Jawohl, willkommen zurück zu Aliens Colonial Marines Stasis Interrupted DLC. Puh, bis ich das alles ausgesprochen habe, ist schon wieder eine halbe Stunde um und wir sind auf dem Weg zum zu irgendeinem Schiff. Moment. Wo stand das? Irgendwo stand das. Ich hab's nämlich vergessen. Wir müssen von der Sulaco runter, das weiß ich noch. Irgendetwas müssen wir dazu machen. Es geht natürlich nicht so einfach, wie sich das der kleine Max vorstellt. Knöpfe müssen gedrückt werden. Mir kommt vorher, war ich schon mal im Hauptspiel. Kann das sein? Bin mir ziemlich sicher, dass ich hier schon mal war. Und zwar, ja, da war was. Da sind Goodies. Ich muss ja... Ja, ich muss in die andere Richtung. Was ist denn da? Schau. Oh, das ausbrennende Wrack. Der Legato. Ein anständiges Schiff muss mit Ato aufhören. Oder Akko. Sonst taugt's nix. Das ist ein Qualitätsmerkmal. In diesen Zeiten. Ui, schau. Nachwehen. Die arme Lisbeth ist da drüben verendet. Und ich bin jetzt in der Haut von Stone. Inspector Stone. Kennt ihr den noch? Von die Straßen von San Francisco. Sein Partner war der Michael Douglas. Steve, glaube ich, oder? Steve hieß sein Partner. Wurscht. Die Serie ist aus den 70ern. Wir schließen alles. Schalten die Funzel ein. Und harren der Dinge, die da kommen. Oh, oh, oh. Der schießt schon. Worauf hat er geschossen? Ich glaube, er ist auch nervös. Irgendwas hat mir den Helm beschlagen. Ich habe ja überhaupt keinen Helm auf, oder? Ja, doch, in der Rüstung. Die Rüstung, die ich aufgenommen hatte, beinhaltet einen Helm. Obwohl man in den Cutscenes keinen sieht. Komischerweise. Das ist ja das Eigenartige. Wieso stehst du da? Willst du mir meine Flanken sichern schon wieder? Ich glaube, er will mich sichern. Darum schaut er hier genau die Wand an. Der Dämlack. Komm, wir gehen da runter. Ja, er kommt nicht. Muss ich alles alleine machen. Habe ich mir fast gedacht, dass es so weit kommt. Oh. Oh! Ist ja alles voll. Das wäre halt... Wow! Schau dir das an. Hinter dir! Ich hab gedrückt! Ja. Scheißerchen! Ja, da bin ich hin auch schon. Oh, genau sein Maul in mein Hirn. Und jetzt... Beine breit. Ja, das war's. Es war ein kurzes Vergnügen. Aber das Rindvieh von Higgs. Schau, der saugt noch an mir. Oh, hast du das gesehen? Pfui Deibel. Jetzt haben wir's da. Das Wartungsskiff. Ja, ich habe mich ein wenig schlau gemacht. Es gibt wirklich ein Skiff. Das ist kein Schreibfehler. Das ist irgendwas. Ich habe nicht wirklich nachgeschaut. Ich habe aber gesehen, dass es was mit Skiff gibt. Ich hätte auch gleich nachschauen sollen, was es genau ist. Ich glaube, es ist einfach ein Begleit, ein Beiboot oder sowas. Ist, glaube ich, ein Skiff. Ich habe mir nämlich die Serie Bering Sea Gold reingezogen, kürzlich. Das ist ganz geil. Ganz nett, weil da sieht man, wie sie Gold schürfen. Wieso sind wir eigentlich da rein, schau? Und wo ist jetzt der Higgs? Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Was ist mit dem Higgs? Ist der jetzt schon da drin? Ja, ich glaube, der steht schon da. Aber wieso sind wir nicht da rein? Er ist auch offen. Oder sind wir da jetzt gerade raus? Ah, da sind wir raus! Oh Gott, bin ich blöd. Da sieht man, jetzt habt ihr es. Jetzt ist es amtlich. Jetzt ist es amtlich. Ich bin ja darüber gelatscht, um die Rüstung zu holen.
Gut, dann machen wir da wieder zu, obwohl es nichts gebracht hat. Mein Ableben war... Aha. Jetzt weiß ich aus, worauf er geschossen hat. Also war er doch nicht so blöd, dass er hier gestanden hat, weil er wollte einfach mir den Rücken frei halten. Es ist nicht so abwegig. Okay, okay. Ich schaue nochmal meine Waffen durch, aber ich habe 2 Granaten. Ich glaube, das Beste wird sein, dass ich einen Rückzug mache hier. Darauf. Nee, das... Die kommen... Oh, schau! Die kommen von allen Seiten, obwohl ich die Tür zugemacht... Oh, scheiße! Alter, das an! Die... Sie benutzen auch die Treppen! Nein, sie sind künstlich. Natürlich sind sie künstlich. Also das haben sie, glaube ich, nicht gut übersetzt. Sie sind nicht natürlich. Was soll denn das heißen? Muss ich mir mal im Original anhören, was er da gemeint hat. Sie sind nicht natürlich. Finden Sie die Steuerung für die Rettungssuche. Diese Tunnel sollten zum Skiff führen. Das Bodenlose... Ah, jetzt bin ich... Oh. Ich war im schwarzen Loch. Finden Sie die was? Das geht immer so schnell weg. Ist ja nicht so, dass ich nichts zu tun hätte hier. Ich muss nach Aliens Ausschau halten. Kann ja nicht um alles kümmern. Noch Anweisungen lesen. Kontrollpunkt. Ein bisschen was an Rüstung habe ich verloren, was eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Mich ein bisschen weniger dämlich angestellt hätte. Also da geht es nicht weiter, meint er? Kann man da nicht einfach einen Feuerlöscher betätigen? Darauf, ja wie? Steuerung des Schachtzugangs. Ja wie? Wodurch? Herunterspringen? Das gefällt mir nicht. Ich glaube, du hast Verständnis dafür, wenn ich sage, dass mir das nicht gefällt. Uiuiui. Mutterseelen allein. Aber ihn beneide ich im Grunde auch nicht. Bin ich lieber hier oben offen gestanden? Schachtluke. Offen. Gut, dass es... Gut, dass es auch Musik gibt in dem Spiel. Sonst hätte ich jetzt gar nicht gecheckt, dass ein Alien hinter mir kommt. Wieso kommt er eigentlich von da? Wie kann es von da kommen? Ist da ein Loch? Nicht wirklich, ha? Huh? Die schummeln. Ich glaube, es ist besser, ich springe einfach da runter. Vom Feuer, wenn sie nicht kommen. Ich zuerst. Oi. Der Schacht ist schon besetzt. Warte noch. Deckung, ich lade nach. Schlechter Zeitpunkt, um nachzuladen, du Depp. Können wir? Die Aliens sind aufgelöst. Kommt er jetzt? Oh, Rotlicht. Oh! Der Liebestunnel. Und ein Labyrinth. Soll man da immer was rausfinden?
Ja, ich weiß, dass ich nicht allein bin. Oh. Boah, das geht in die Knie. So zu kriechen. Robben, nein. Sagt man dazu. Wieso ist eigentlich er nicht mitgekommen? Was? Was ist passiert? Skiff Dog. Ja und? Habe ich jetzt was übersehen? Ich glaube, irgendwas habe ich jetzt übersehen. Wie ist denn er jetzt so schnell da rüber gekommen? Muss mir das erklären. Wie ist der jetzt da hergekommen? Der kann ja nicht an mir vorbeigekrochen sein im Schacht. Das war zu eng. Das wäre mir doch aufgefallen. Von da. Wow. Ich sehe aber nichts. Ah, doch! Im Gitter! Wir haben das Gitter aufgemacht. Nein, spritz nicht. Ich muss ihn auf jeden Fall erwischen, bevor er zum Sprung ansetzt. Schau, jetzt hast du mich schon wieder erwischt. Die Scheiße ist über mich. Bin weggesprudelt. Schau! Schon wieder! Das gibt's auch gar nicht. Jetzt habe ich meine ganze Rüstung verloren. Das war diese Fanfare. Und wo ist jetzt er hin? Jetzt ist er weg! X! Wo ist X? Und ich habe 4 Granaten, sehe ich gerade. Wie werfe ich denn die mit G? Ah. Oh, falls ja zu, ne? Ja. Rot ist zu, grün ist offen, aber was ist gelb? So halb zu. Nicht ganz offen und nicht ganz zu. Ja, macht Sinn. Vielleicht sollte ich mal eine Granate werfen, aber ich weiß nicht genau, welchen Knopf. Und das Blöde ist halt, ich kann da nicht, wenn es hart auf hart kommt, kann ich nicht alle Knöpfe wahllos durchprobieren. Das heißt, ich muss schnell schauen. Marine. Na. Taktische Waffe. G. Taktische Waffe. Ist eine Granate eine taktische Waffe? Sorry. Die Terminologie ist mir noch nicht so geläufig. Ich nehme mal an, ja. Sekundärwaffe, ne. Ja, ich glaube, G ist es eh. Meistens ist es G. Oh, das ist ein... Schau mal. Unter Druck. Ein Kühlflüssigkeitsbehälter. Wenn ich da drauf schieße, gehen wir alle hoch. Und ihr kennt ja mein Ziel. Vermögen. Was jetzt? Da ist ja gar nichts. Skiff-Dock. Darüber. Da ist grün, verstehe. Hey. Ich verstehe. Und da. 2 Stück im Anmarsch. Wahrscheinlich von oben. Oder hinter mir? Nein, da. Ah. Warten, bis er ausgelaufen ist. Nein, nein. Ganz richtig. Ich habe keine Munition mehr. Bist du blöd? Was soll ich mit...
Wie soll ich mich dann verteidigen? Mit der Waffe. Ich dachte, die benutzen dieselbe Munition. Das wusste ich nicht. Türen schließen bringt, glaube ich, gar nichts, weil die bewegen sich einfach durch die Gitter unter mir. Wie wär's mit ein bisschen Munition, ha? Seid doch nicht so geizig. Vielleicht habe ich auch nicht alles abgesucht und mir ist was durch die Lappen gegangen. Was sich jetzt rächt. Das war gewaltig. Die Tür kann ich natürlich nicht zumachen. Typisch. Darüber muss ich, aber ich schaue hier natürlich. Sicher ist sicher. Gar nichts. Oh. Frechheit. Eine Frechheit. Nicht natürlich. Nee, das kannst du laut sagen. Wurzelt, Säureschaden. Das hat mich keinen Balken. Oh, noch keinen Balken gekostet. Man könnte sich mit V verteidigen, aber das ist mir zu riskant. Ernst. Oh, nein, nein, nein. Schnell weg. Dann staggern sie, glaube ich, wenn man sie mit V behakt. Ein Kinnhaken. Das ist, glaube ich, nicht so gedacht. Man sollte die gar nicht alle abschießen. Sondern man sollte hier durchlaufen. Aber ich bin halt einer, der gerne 100% hat. Abschüssen. Und sich dann alles in Ruhe ansehen kann. Ohne von Feinden oder Angst haben zu müssen, von Feinden behakt zu werden. Es geht halt nicht immer. Gutes Beispiel ist Metro. Last Light. Da ist man an der Oberfläche radioaktiv verseucht und hat nur einen gewissen Vorrat an Luftfiltern. Und das schränkt natürlich das Looten ungemein ein. Und sie haben auch sehr viel Areal zur Verfügung gestellt zum Looten. Gemeinerweise, dass man gar nicht absuchen kann mit dem Vorrat an Filtern, den man hat. Sodass man sich einmal dazu entschließen muss, was liegen zu lassen. Und das geht einfach nicht bei mir. Deshalb habe ich oft den Erstickungstod gewählt, statt was liegen lassen zu müssen. Könnt ihr euch ansehen? War wirklich sehr knapp. Aber ich habe es geschafft. So, jetzt ist er auch wieder da, der Hex. Hätte ihn natürlich vorher gebrauchen können. Ladungen, das ist für die andere Kanone. Für die da. Naja, 40 Schuss. Mit denen werde ich keinen Stich machen. Das heißt, ich bleibe vorerst noch bei der. Was ist da? Nix. Das ist eine Zierde. Die Grafik ist cool. Sehr beklemmend hier. Also hier möchte ich nicht arbeiten. Ob Aliens oder nicht. Auch wenn es hier keine Aliens gäbe, wäre dieses Schiff gruselig. Da ist ein Alien genau vor uns. Nein, das war der Hicks. Ich dachte, das zeigt nur Feinde an.